Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder soweit für einen neuen Reisevlog und das ist ein besonderer Reisevlog, denn wir sind heute definitiv nicht allein. Nein. Ihr seht, unser Banner ist da. Wir sind unterwegs mit der Hannovans-Truppe. Wir haben es 2:30. In circa ab einer halben Stunde sollen die ersten Leute kommen. Und da freuen wir uns drauf und so wirklich losgehen. Wollte ich gerade sagen, geht es nach dem Intro? Stimmt gar nicht. Das Intro habt ihr diesmal schon im Vorfeld gesehen. Ja. Denn diese erste Tour nach oben, schön das Okertal, habt ihr ja schon gesehen. Musst du gerade überlegen. Wie machen wir es denn diesmal? Anders. Immer wieder anders. Aber wie es jetzt weitergeht, mal sehen, wie sich das alles so hier entwickelt. Und da werden wir ja, immer mal zwischendurch muss mal gucken, zeigen. Wo ich jetzt hier die Kamera hinsetze, dass ich die zur Not so vielleicht so einen Zeitraffer mache, das einen Wellen nach den anderen. Batterie habe ich ja gut geladen. Also sowas in der Art. Kann es sein, dass ihr das jetzt seht? Ah. Wetter. Müssen wir darüber reden. Ist so lala. Aber das hatten wir schon mal bei den Hannovans. Und diese Treffen waren sei auf die lustigsten Treffen. Ja. Und du kriegst keinen Rotwein. Auweia. Damit wir das schon mal geklärt haben, ich fahre hier nämlich nicht nach Hause. Nein? Nein. Warum nicht? Naja. Wollen wir darüber diskutieren? Ja, okay, dann nehme ich Aperol Spritz, ist ja kein Rotwein. Wollen wir darüber diskutieren? Nein. Gut. Also wir melden uns wieder, wenn es was zu melden gibt. Genau. Ja, ja, ich muss wieder arbeiten hier. Ja, einer muss ja. Mhm. Und das heißt ja auch, ich arbeite natürlich auch, denn da wird schon wieder das Video geschnitten, was ihr schon gesehen habt, damit ihr immer am Ball bleibt. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd natürlich im Bereich, wenn wir so ein Bandtreffen haben, aber ich bin halt nicht fertig geworden und deshalb muss das jetzt noch fertig gerendert werden. Genau, ich habe auch Unterstützung. Meine Mutter, die hilft mir nämlich mit hier. Die ist ganz fleißig. Da sitzt sie, genau. Und ja. Damit wir dann auch eine schöne, leckere Vorspeise haben, ne? Jetzt muss ich gerade gucken, wir sind jetzt 4 Vans, sind wir schon? Hm? Das heißt 5? 5 Vans. 4 stehen in der Reihe und wir sind der 5. 5 Vans sind schon, 5 Vans kommen noch, also 4 kommen noch heute, einer kommt dann morgen. Ja, ein bisschen windig ist, aber das ist leider normal geworden. Trotzdem wird's schön. Schon. Und wie gesagt, der Plan ist zu grillen und auch ein Feuerchen zu machen. Und dann schauen wir mal, was das so wird. Ja, und sonst würde ich sagen, melden wir uns nochmal später wieder, wenn so wirklich alle Mann da sind. Also fast alle, einer kommt ja später. Wahrscheinlich vom Grillen, denn Stefan hat den Willen zum Grillen. Langsam füllt es sich. Und das Feuer brennt, das ist nämlich unseres. Wir haben uns das schon mal angemacht, wenn die anderen keine Wärme wollen. Fussi ist schon wieder, dem ist schon wieder kalt. Ja. Aber der hat ja auch nur so eine dünne Jacke mit. Ja, aber wir haben ja auch dafür das Holz mit und warum sollen wir es denn wieder mitschleppen? Ja, aber trotzdem, eine dicke Jacke geht ja auch, weil wir wussten ja, dass es nicht so warm wird. Auf jeden Fall, interessante Gespräche werden hier schon geführt. Unter anderem verkauft hier jemand noch sein Van. Also nicht nur die Ventertainer verkaufen, wir werden hier verkaufen alle ihre Vans. Das ist ja gerade neue Mode anscheinend. Was ist hier eigentlich los? Aber ich habe gehört, es bleibt ein Van. 6 Meter. Mehr wurde uns noch nicht verraten. Das heißt, wir müssen wirklich mal gucken, was es wird. Wenn das Video rauskommt, könnten wir es vielleicht wissen, weil dann ist ja Ostern, fällt mir gerade an. Also in dem Sinne, noch dürfen wir nicht frohe Ostern wünschen. Es ist nur Gründonnerstag, Samstag ist gerade. Also still. Ja, sonst ziemlich windig. Unser Banner, müssen wir uns doch noch irgendwelche Gedanken machen. Das gefällt mir eigentlich nicht, dass man das nicht so sieht. Aber du meinst ja, ich brauche da keine Klammern hinpacken, ne? Nö, eigentlich nicht, aber kannst du ja auch Klammern hinpacken. Ich glaube, ich mache das mal mit Klammern, weil sonst geht das nicht. Ja, probier's. Auf jeden Fall warten wir noch. Es gibt ein Pärchen, das raucht noch eine Stunde. Und das andere Pärchen braucht sagenschreibe nur 1 Stunde 15 Minuten. 5 Stunden sind sie schon unterwegs. Unsere Mädels, tut uns richtig leid, dass sie so lange brauchen. Aber ich glaube, sie freuen sich dann, wenn sie
hier sind. Das glaube ich auch. Ja, wir warten dann noch. Irgendwann gibt es dann was zum Essen. Bis jetzt die Gespräche sind am Laufen. Und ich denke mal, es wird ein richtig tolles Wochenende hier in unserer Hannovens-Gruppe. Und ja, noch irgendwas zu erzählen gerade? Ne, wir genießen jetzt erstmal und schauen mal, ob wir euch ein paar Impressionen auf jeden Fall vom Abend bringen können. Das tun wir und morgen geht es dann weiter, weil wir lassen die Kamera mal nur so ein paar Bilder einblenden. Ne? Weil ich glaube, wir haben genug schon gelacht. Ja. So, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was ich hier fabriziere. Es regnet in Strömen draußen, so dass wir jetzt einfach mal den Campingtreff oder Camperraum von Campingplatz Praius ausnutzen. Das ist super, dass es hier sowas gibt. Große Runde, kann hier ohne Probleme sitzen. Die anderen kommen jetzt auch nach. Und ja, so muss man manchmal umplanen, aber das Gute ist, in der Hannovens-Truppe ist das immer super möglich und ja, jetzt nutzen wir das aus. Wie gesagt, ich war der Vorbote, die anderen kommen jetzt nach und dann werden wir hier einfach einen schönen Abend ausklingen lassen, dann ist das Wetter draußen uns vollkommen egal. Guten Morgen. Guten Morgen. Aus den Camp Rainy Days. Naja, muss halt auch mal ein bisschen regnen, ne? So ist das halt. Ich bin schon wieder fleißig. Genau. Stefan backt nämlich einen Kuchen für die Meute. Und die ersten Leute sind tatsächlich auch wach. Die gehen jetzt im Regen spazieren zur Dusche. Genau, Brötchenservice haben wir auch. Genau, Vater. Der kommt auch gleich. Richtig. Und ja, dann werden wir es erstmal ganz gechillt angehen. Wahrscheinlich wird es bis 12 Uhr das Regen angesagt. Da werden wir jetzt nicht so viel machen. Aber danach ist trotz allem eine Wanderung geplant. Ja. Gutes Schuhwerk wird hoffentlich dabei sein. Draußen zeige ich euch gerade ein Bild. Dann, ja, da steht unser Pavillon. Da müssen wir vielleicht überlegen, ob wir vielleicht den nicht auch umstellen. Ja, die Markise ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, haben wir wieder reingeräumt. Ja, weil aber das hat zu viel gewindet. Weil drüben ist auch so eine Art Holzpavillon und dann kann man vielleicht das da alles rübersetzen. Dann sind wir halt hier nicht vor Ort. Mal gucken. Überlegen wir uns noch, auf jeden Fall. Ich denke, wird es trotzdem ein schöner Tag werden. Das auf jeden Fall. Und ja, gestern Abend, 22 Uhr, war nicht schon Licht. Die Leute haben ja gearbeitet und ein Pärchen hat eine sehr große Tortur hierher gehabt. Mit 7 Stunden Anreise. Mhm. Tolle Autobahn. Toll, toll, toll. Gut, das soll es aber schon wieder gewesen sein. Wir melden uns. Wenn es was zum Zeigen gibt, also für euch ist es ja immer relativ einfach, ne? Geht gleich weiter hier. Wir haben alle zusammen getrommelt oder wir trommeln jetzt alle zusammen. Genau, denn jetzt wollen wir endlich unsere Wandertour machen. Mhm. Nicht alle kommen mit, es gibt Schwächlinge. Thank you.
Die Gruppe ist angekommen. Wir hatten gerade angefangen zu schneiden und zu filmen. Was ist, dann ist irgendein Ton weg, Mann. Naja. Aber wir sind dann losgelaufen. Alle konnten wir nicht erreichen. Es waren einige. Aber es ist keiner auf der Strecke liegen geblieben. Das ist schon mal gut. Nicht. Nur halt im Camp David sind noch welche, die bewachen das dann in dem Sinne. Ich habe gesehen oder gehört, Jörn macht Kuchen. Jawohl. Da sind wir mal gespannt, was das geben wird. Das werden wir euch dann zeigen, wenn wir dann was sehen. Aber jetzt genießen wir erstmal den Turm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Ja, richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich so alt schon ist, wie der Sandstein von 1861 dann da was dran. Ja, wir zeigen euch den auf jeden Fall gleich. Sometimes when I dream, at times when I just close my eyes, I see the place we used to live. Gaze up at the sky and I look for a familiar face. I try to find my way back home. Could have sworn it was real, but with time started doubting myself. I play it on repeat, I would do anything just to turn back time. Memories are faded in the sun. I just wanna feel like we were young. Ich sag's mal so, wir haben es uns gemütlich gemacht. Da ist das Feuer, zeigen wir euch gleich. Wie viele Kilometer sind wir eigentlich gelaufen? Achso, siehst du, genau. Muss ich mal gucken, was sagt denn meine Uhr? Jetzt kommen meine Eltern. Das sagen deine Eltern? Ja, die wollen herkommen, also von daher. Seine Stühle nicht vergessen. Training beenden. Naja, 8,86 Kilometer. Oh Gott, dann müssen wir ja noch 3 Kilometer laufen, damit wir die 11 Kilometer an. Ja. Also geht nachher nochmal um den See. Ja. Für die, die es nicht wussten, ne? Genau. Ja, ja, für die, die nochmal Bock haben. Aber sind alle wieder zurückgekommen? Wir haben alle Heile zurückgebracht. Sie sitzen alle schweigsam, also wir haben sie jetzt zum Schweigen gebracht. Das wird aber nicht lange dauern. Das glaube ich auch. So, nein. Jetzt machen wir uns einen gemütlichen Nachmittag. Irgendwann gibt es eine Wurst. Genau. Genau, halt mal wieder, muss ich das nicht machen. Kamera wieder. Ja, und die Wurst machen wir dann wird es lecker und dann genießen wir den Abend. Schöne Impressionen. Ja.
when you kiss me? I'm under your spell, will you miss me? Only time will tell, I can't think of anything but you. That is what you do. Right out of Hollywood, baby, when you kiss me, I'm under your spell. Will you miss me? Only time will tell. I can't think of anything but you. That's just what you do. Morgen, bei schönstem Wetter. Ja, genau, der Harz zeigt sich mal so, wie er sein soll. So kurz vor jetzt, wenn hier Leute abreisen, dass sie wissen, oh, geht da doch in schön. Ja, das Camp ist auch soweit wach. Jetzt wird teilweise draußen gefrühstückt. Genau, überall gibt es hier Flecken. Wo hast du? Wir sehen unser Admin, der da hinten schön aufpasst, dass er den richtigen Sonnenplatz kriegt. Ja, siehst du, also die wollen draußen frühstücken. Ja, die machen das genau richtig. Und das bei eigentlich nur 5 Grad, aber in der Sonne ist es ja, schön. Ist angenehm. Ja, unsere Jacken stinken wie Puff. Deswegen lüften sie jetzt gerade draußen. Ja, dann müssen wir an uns. Dann müssen wir so stehen. Ja. Aber im Endeffekt richtig schön und ich denke mal, das eine oder andere Schöne werden wir euch noch zeigen. Apropos, muss mal gucken. Genau. Komm mal her. Du sollst mal herkommen, bitte. Ja, du! Oh! Einmal mal rückten zur Wand. Wir haben nämlich hier noch etwas, was wir vorstellen müssen. Eine Jacke hier. Der Renner bis zum geht nicht mehr. Wir werden hier Link. Leider bei Amazon teurer, tut uns leid, aber wir haben nichts Besseres. Top Jacke, super gefüttert. Also, falls jemand Interesse hat an sowas. Und wie war das? Immer 3 Nummern kleiner nehmen, ne? Genau. Mindestens 3 Nummern kleiner. Ja, vielen Dank, liebes Model. Genau. So, und jetzt können wir Schluss machen. In this life, let me live, breathing in the air of your fire, undefined, soul's desire, you don't even know what you did, now I'm on fire, fire, burning, burning out of control. Taking me higher, higher, a feeling I can't hold on my own.
Das ist rot. Siehst du, jetzt, guck mal, jetzt nehmen wir auf. Jetzt nehmen wir auf. Jetzt, genau. Jetzt nehmen wir auf. Immer diese YouTuber hier. Ja, wir müssen ja mal ein bisschen was erzählen hier, weil Jörn ist, Admin ist eigentlich der Schuldige von diesen ganzen Hanovans und macht halt sehr viel. Momentan nur auf Instagram, aber das haben wir organisiert. Da werdet ihr auch mal bei Facebook. Also Facebook lohnt sich, das wirklich mal in diese Gruppe zu kommen, kriegt ihr viele Informationen. Und die Frage, die sich natürlich mir stellt, Jahrestag-Treffen. Ein Jahr ist jetzt rum zwischen den ersten und zweiten Treffen. Wie gefällt es denn den Admin? Ja, schönes Wetter, ne? Schöne Gruppe, sehr harmonisch wieder gewesen das ganze Wochenende und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hast du gut organisiert diesmal. Das war auch sehr einfach. Ich kenne ja langsam diese Truppe. Nicht so viel organisieren, weil hier, der kompliziert das immer. Der hat so viele Ideen, das ist so, deshalb sind die Haare auch so. Ach Quatsch. Na und, der hat mir viel zu viele Ideen. Aber alles eigentlich für euch und deshalb machen wir das, weil wir haben Spaß dran. Wie hast du gesagt, warum existiert die Hanovans-Gruppe? Weil man nette Leute kennenlernen kann, mit denen man wegfahren kann und jeder hat eigene Interessen und kann die auch gerne planen, eigene Touren erstellen, wunderbar in der Facebook-Gruppe machbar. Da kann jeder zusagen, absagen, sich überlegen, ob man mitfahren möchte und ja, ansonsten gerne auch mal einfach was selber auf die Beine stellen und wir würden uns freuen, einfach mal bei euch mitzukommen und ja, vielleicht sieht man mal eine andere Tour. Und wichtig, ihr müsst halt alle in die Hanovans-Gruppe, weil das große Ziel, das Jörn gesagt hat, wenn wir 1000 Leute haben, dann wollen wir nämlich einen Korso durch die Stadt Hannover machen, damit diese blöde Stadt endlich mal einen Stellplatz hat und eine Entsorgungsstation. Das war der eigentliche Grund, wollte ich nie verraten, aber wir sind ja, wie nennt sich das, Journalisten, wir holen ja alles raus. Ja. Auf jeden Fall, Prajus können wir euch empfehlen. Schöner Platz auf jeden Fall, selbst zu den Zeiten, also wenn ihr überlegt, der hat draußen gefrühstückt heute bei 3 Grad. Ja, aber in der Sonne, das war schön. Ja, ja. Und das war Omelette, das war kein Rührei. Ja, das war ein Omelette. Das war 4 Käse drin. 4 Käse. Für jeden eine Scheibe, für mich 2. Und wie viel hat Whisky gehabt? Apropos, wenn ihr fahrt. Er ist wieder da. Das ist Whisky. Der hat eine Aktion hinter euch. Freitagnacht, 5 Stunden alleine unterwegs. Fragt mich nicht, was er da. Also, wir wissen leider nicht. Jörn ist auch richtig sackig da drauf, weil er würde jetzt ein bisschen wissen, was hat der uns alles angestellt. Zurück kam er auf jeden Fall fix und foxy. Um 5 Uhr saß er dann vor der Tür und meinte, er müsste jammern, er würde wieder rein ins Bett. Aber ja. Kam er dann ins Bett? Oder wurde er dann... Nein, er kam tatsächlich ins Bett, aber ist dann wieder aufs Sofa gegangen, da er wollte seine Ruhe haben. Ja, kann ich verstehen. Also denk daran, er ist 5 Jahre alt, 35 hatte ich ja gesagt, ne? In dem Alter. Okay, haben wir Dusseligkeit gemacht. Den brauche ich auch nicht sagen, der ist ja erst 27 plus X. So, jetzt haben wir genug geschleimt. Jetzt gucken wir mal, was die Runde noch macht. Also da ganz hinten wird Schulung getrieben. War gar nicht beantragt hier oder hatten wir gar nicht als Aktion vor, aber anscheinend gibt es das zusätzlich. Also immer, wo Stefan dabei ist und ich glaube, Stefan, das kann man auch sagen, der andere Stefan ist ja genauso. Ja. Also wenn ihr irgendwelche Informationen haben bezüglich gerade Craft, da gibt es ja jetzt noch 2 neue Leute, die das kennen. Ja, liebe Grüße an Marco und Nick. Ne? Viel Spaß im neuen Fahrzeug. Alles Gute, viel Glück. Und das nächste Mal kommt ja gefälligst mit dazu. Ihr hattet genug Zeit. Ihr hättet den Samstagabend hier sein können. Ihr wart vermisst. So, haben wir jetzt genug geschleimt? Ja, haben wir. Dann machen wir jetzt hier aus. Tschüss. Also erste Triggerwarnung. Bitte jetzt nicht gucken, wenn ihr auf Toilette müsst. Obwohl, jetzt hört man gar nichts mehr, ne? Nee, ich glaube nicht mehr so laut. Das ist jetzt schon, der Rest ist jetzt schon weg. Also, weil das ist jetzt der Abschied. Ja, weil du so lange gebraucht und hast. Und dadurch plätschert natürlich jetzt das Abwasser noch aus dem Auto raus. Bei allen hier. Nee, nur bei uns. Also, ich glaube, bei Britta und Andrea wird das immer noch so sein. Da plätschert aber nichts. Nein. Da pieselt es. Ja, okay, das ist halt dem Auslast geschuldet. Oh. Es pieselt wie ein 80-Jähriger, ganz langsam. So, haben wir jetzt genug über Abwasser geredet? Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Genau, war wieder ein schöner Trip hier in Harz mit den Hanovans. Wir können euch das wirklich mal empfehlen, kommt ruhig mal in diese Gruppe rein. Jeder, der nett ist, darf drin bleiben. Die nicht nett sind, fliegen raus. Nein. So könnte man das auch sagen. Aber ihr müsst ja erstmal vorbeikommen, damit wir wissen, ob ihr nett seid oder nicht. Ja, noch irgendwas vergessen zu sagen? Kanal abonnieren, ja. Liken, teilen, spenden. Nee, das Spenden lassen wir weg. In dem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.